Hallo an die Geräte zu Hause. Mein Name ist Christian Schlegel. Es ist der 29. Dezember und wir haben 9.33 Uhr. Die englische Version von diesem Outlook habe ich schon reingestellt auf YouTube. Die französische kommt hoffentlich heute Nachmittag. Das weiß ich noch nicht genau. Mal schauen, wie ich Zeit habe. Ich wollte mit euch mal das durchgehen mit einem Ausblick auf die nächsten 3 Monate, denn die meisten meiner Zuschauer, die gucken eher oder vielmehr die handeln eher zwischen ein paar Tagen und 3 Monate. Deswegen macht es für mich relativ wenig Sinn, einen Ausblick zu machen für auf ein Jahr oder so. Also, fangen wir mal an. Das hier ist der Monat. Den habe ich ziemlich weit zurückgezogen. Deswegen habe ich heute auch mal ein anderes System. Der geht hier bis 1998 sogar. Also eine Kerze, ein Monat. Und da fallen mir so ein paar Sachen auf. Das eine ist, wenn eine Korrektur anstand, hier was, war die meistens beendet durch einen Hammer. Hier ist einer, da ist einer, ja, hier ist auch einer, das ist natürlich ein Riesenteil hier. Das ist das Erste, habe ich hier nicht. Das Zweite ist, die Bänder gehen auf, nach oben, nach unten, die gehen heftigst auf. Das hatten wir das letzte Mal hier 2008. Ja, dann schaut mal, wie lange das gedauert hat, bis sich das obere, der Bewegung entgegengesetzte, verändert hat. Sehe ich hier nicht, dass da irgendwie was passiert momentan. Wäre das ein 5-Minuten-Chart oder ein Stunden-Chart, wäre das eine Einladung zum Short gehen mit Ziel hier. Da komme ich gleich drauf. Also das gefällt mir hier gar nicht. Ja, natürlich kann der immer mal wieder so ein bisschen hier seitwärts gehen, aber auf Monatssicht muss ich davon ausgehen, wir gehen tiefer. Und dieser Punkt ist für mich hier wichtig. Das ist falsch, das muss ich andersrum machen. Das ist das 38,2er Fibo. Ja, das habe ich angelegt von 2003 bis zum All-Time-High, ja, in 2018. Und das liegt bei 9.238. Das ist also für mich eine ganz wichtige Marke. Nochmal eins noch sollte ich sagen, das ist der Xetra-Chart. Da sind also nicht so lustige Kurse drin wie am 26.12. Das ist der reine Chart von 9 Uhr bis 17.36 Uhr. Von der Technik her ist das zwar schon tief. Wir sind auf dem gleichen Niveau fast wie 2008, 9 bzw. wie 2002. Das ist schon tief, aber ich sehe keinen Stabilisierungsansatz. Ich brauche hier so ein bisschen hier sowas, so zwei positive Dinger. Sowas brauche ich. Die Stochastik ist auch tief, aber das kann Monate dauern, bis die sich erholt. Ich rechne mal mit mindestens 2 Monaten, bevor überhaupt so eine Art Stabilisierung oder Kaufsignal reinkommt. In diesen Bereichen hier und hier oben wird am meisten Geld verbrannt. Warum das ist, das sage ich dann in dem Webinar am Anfang Februar und ist dann schon das nächste in Vorbereitung Anfang März. Ja, also wer da Interesse hat, guckt mal auf der Homepage nach. Also von dem Monat her finde ich es nach wie vor ziemlich angeschossen. Gehen wir mal auf die Woche. Die Woche, die sieht nämlich ganz anders aus. In der englischen Version sprach ich von dem Murky Water, von dem trüben Wasser. Das sind die verschiedenen Zeiteinheiten, die geben sehr, sehr widersprüchliche Signale. Das ist jetzt die Woche. Eine Kerze, eine Woche. Hier ist nochmal dieses Fibo-Level, das 38,2er, und das nehme ich jetzt mal raus, damit der Chart ein bisschen sauberer ist. Hier ist eine sehr interessante Sache. Und zwar dieses hier. Ich markiere das nochmal hier mit so einer Linie. Ist ganz klar ein Hammer, der außerhalb des Bandes war und wieder drin geschlossen hat. Das ist grundsätzlich ein sehr, sehr positives Signal. Wir haben hier auch diese Unterstützungen, haben wir auch, also hier waren es Widerstände, Unterstützungen haben wir auch gesehen im Bereich 10.291. Hier war das Tief 10.279. Das gilt für mich für die nächsten Tage als sehr, sehr wichtige Unterstützung. Wenn wir das nicht halten, landen wir irgendwo hier in dem Bereich 9.850. Die Technik, machen wir mal die, die sucht einen Boden. Ja, das ist also keine so starke Ausschläge wie im Monat zum Beispiel. Die Stochastik hier, wir haben sogar eine leichte positive Divergenz, ist schon auf dem Weg nach oben, aber auch hier möchte ich gerne warten, bis es über die 20 geht. Ja, das ist mir noch zu wenig hier. Das bringt für nichts. Finde ich zwar nett anzuschauen, aber noch ist das für mich nicht stabil genug. Von den Bändern her gibt es hier kein echtes Signal. Aber ich muss davon ausgehen, wenn ich diese Woche hier sehe und unten die Lunte des Hammers bei 10.279 als Support nehme, hat er durchaus die Chance, hier nochmal hochzugehen Richtung 10, 200 oder 20 Wochenlinie. Die hat er. Ja. Jetzt gucken wir auf den Tag, weil die meisten Leute interessieren sich ja für den Tag. Das ist der Tag. Mach es noch ein bisschen größer. So. Hier sind die 10.279 als Support. Hier, das gefällt mir also wesentlich besser als in der Woche. Da haben wir jetzt schon mal so ein kleines schönes Kaufsignal. Das ist auf sehr tiefem Niveau. Auch hier positive Divergenzen. Das ist in Ordnung. Das MACD dreht leicht hoch.
noch einen Tag im Plus oder unverändert, dann gibt es ja auch ein kürzeres Histogramm. Mag ich eigentlich ganz gern. Auf den Tag gesehen muss ich davon ausgehen, dass wir durchaus die Chance haben, hier die 20-Tage-Linie, die ist bei, wo war die, 10.904 und verliert pro Tag 35 Punkte, dass wir da hingehen können. Wichtig ist für mich, jetzt mache ich es mal noch größer, dieser Punkt hier. Denn dieser gesamte Downtrend, hier, dieser gesamte sehr deutliche Downtrend hat als letztes Interims-High hier diese 10.994. Da gebe ich dir ein bisschen Spiel, sagen wir mal 11.020. Wenn wir das mit Schlusskurs überbieten würden, dann wäre dieser gesamte Downtrend in Frage gestellt. Aber soweit ist es noch nicht. Ja. Vorher gibt es hier die 10-Tage-Linie als kleinen Widerstand. Wir haben hier noch so ein Gap. Und natürlich dann die 20-Tage-Linie. Erst wenn wir hier drüber gehen, muss ich all das, was ich jetzt hier so sage, komplett überdenken. Aber momentan haben wir kurzfristig die Chance, dass wir hier an die 20-Tage-Linie gehen können. Also, Konklusion. Kurzfristig mit Ziel 1, 2, 3 Wochen gar nicht so verkehrt. Die Wahrscheinlichkeit einer Seitwärts- oder leichten Aufwärtsbewegung, also korrektiv, ist auf jeden Fall vorhanden. Wichtigster Punkt für mich bleibt diese 10.279 nach unten und oben die 11.020. Darin sollten wir uns irgendwo bewegen. Und ich würde es dem Markt wünschen, wenn er vor dem Hintergrund dieser Kapriolen an der Wall Street ein bisschen Stabilisierung hier finden würde. Auf Sicht von 3 Monaten glaube ich allerdings nicht, dass wir uns hier oben irgendwo halten werden. Ich gehe eher davon aus, dass wir nochmal den Bereich unter 10.000 suchen werden. Vielleicht nicht gleich diese 9.280, die ich eben sagte, aber so im Bereich 9.850, dass wir den nochmal sehen werden. Wir haben nach wie vor den Brexit und der ist im März. Das Thema ist noch nicht vom Tisch. Wir haben einen gar lustigen Präsidenten in Amerika, der jetzt also auch an der Börse zockt. Das ist hochinteressant. Ich mache Folgendes. Das ist mein erster Trade für das Jahr. Das sind Eurex-Calls und Puts. Und ich mache einen Strangle. Das heißt, ich verkaufe März-Calls Basis 11.050. Da sind wir hier drüber. Und ich verkaufe März-Puts Basis 9.800. Da sind wir hier drunter. Deutlich drunter. Dafür zusammen bekomme ich fast 400 Euro. Das sind die Schlusskurse, die Settlementpreise vom, was war das jetzt gestern? Freitag. Ja, also 390 Euro. Die Volatilität ist so um die 23, 24 rum. Das ist relativ hoch. Die war auch schon mal unten bei 10,5, 11. Und allein der Time Decay, der Zeitverfall, das Theta, ist nicht zu verachten über die nächsten Wochen. Das heißt, ich gehe also nicht davon aus, dass wir eine wesentliche Bewegung nach unten bekommen in den nächsten 2, 3, 4 Wochen oder eine wesentliche Bewegung nach oben in den nächsten 2, 3, 4 Wochen. Ich rechne mit seitwärts leicht korrektiv und in diesen 4 Wochen werden aus diesen 390, naja, also wenn ich es mal so richtig rechne mit Time Decay und allem rum, sollte das so um die 290 sein, aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Volatilität ist halt eine Geschichte, die kann man nicht wirklich prognostizieren. Aber ich glaube, dass sich das Ganze ein bisschen beruhigt. Also auch so Geschichten wie 800 Punkte an einem Tag hoch und runter im Dow, das glaube ich, wird sich so nicht fortsetzen. Ja, die müssen sich ja langsam schon um die Glaubwürdigkeit fragen. Leute, ich wünsche euch ein ganz tolles Jahr 2019, eine fette, fette Beute und ein Happy Trading. Alles Gute. Bye bye. Ciao.